Hi meine Freunde, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Hegel Daddelt. Hier ist euer verrückter Hegel. Und natürlich bin ich nicht alleine. Die verrückte Hegelinchen ist auch wieder mit an Bord. Jawohl, hey Leute, ich freue mich. Was heißt wieder? Ja, ist ja so gut wie, ist ja wie immer bei dem Spiel. So, meine Freunde, wir haben ja das letzte Mal uns zwei neue Autos gekauft. Das war ja das Alpha Grand Prix. Oder der Alpha. Keine Ahnung, wie der heißt. Ich denke mal Alpha. Nennen wir den jetzt. Der heißt jetzt Alpha. Da haben wir ja schon ein Rennen gemacht. Falls ihr das Video gesehen habt. Wenn nicht, dann haut euch selber auf die Finger. Und ein Drag-Auto haben wir ja auch gekauft. So, wir haben das Rennen gerade schon gemacht und die Hegelinchen hat es auch gewonnen. Aber diesmal ist nicht die Hegelinchen rausgeflogen, diesmal bin ich rausgeflogen. Tada! So. Ah gut, wird mir auch noch nicht mal als gewertet angezeigt. Ja, dann probieren wir das nochmal und hoffen auf das Beste. Egal wie sehr ich uns auf die richtige Seite des Gesetzes ziehen will, nicht jedem gefällt das. Also müssen wir vorerst weiter illegal fahren. Aber das ist okay. Man kann die Dinge nur von innen ändern. Richtig? Also ändern wir sie. Dann blamieren wir uns in diesem Video nicht so gut wie man an. Ja, 499 km/h, ja, lecko mio, Leute. Ich hatte nur 493. Warte mal jetzt, ey, ich muss mir das Video nochmal angucken, war ich das? Das ist schon mal eigentlich nicht so schnell. 515 km/h. Boah, Leute. Scheiße, so. Ja, freust du, wenn du mich voll anschreist. Ah, wieder perfekt, dass wir noch auf den Haaren. Das war mal knapp. 534, ich krieg's gewinnt. Worden. 19,35.
Du? Mein Bestes war 18, noch was an. Naja, gut, dass man immer erzählen kann, ne? Ein Bildmaterial, wenn du in der Liste bist, gehörst du nicht zu den 10 besten Fahrern. Wenn du nicht zu den 10 besten Fahrern gehörst, bist du ein Nobody. Und ich will nicht mit Nobodies reden, klar? Ich rede nicht mit dir, denn das habe ich jetzt schon viel zu lange getan. Na, guck mal, hier haben wir direkt die nächste Aufgabe. Können wir mal so machen. Spring rum, spring mit einem Drag Race Auto. Guck mal, ob wir hier eine kleine Rampe oder so finden. Hat sie entleert? Beides springen muss, ist doch die Idee. Geh ich? Nein, hat nicht geklappt. Hat nicht nochmal geklappt, Mann. Schade. Weil ich habe das Spiel verarscht gerade. Ach, warum? Ja, jetzt aber. Ist doch Sprung. Was ist denn los? Ein Sprung? Wenn wir jetzt nichts finden, dann lassen wir das noch bleiben. Das ist ja nur wertvoll im Flug, wa Leute? Ah. Oh, wenn ich da irgendwie reinkomme. Gibt es darin? Flugfahrtdorf. Na.
Der lässt sich lenken wie ein LKW, der kriegt doch. Nicht gerade so fürs Feintuning. Das läuft, wenn ich an den Pöllern vorbeikomme. Nein. Gebe ich mir so viel. Komme ich hier auch nicht mehr raus, wa? Okay, Leute, dann lassen wir das. Dann machen wir das, wenn wir das gefunden haben, dann sagen wir euch Bescheid. Kein Thema. Ne? Na, gucken wir mal. Die Mädchen hat eine Rampe gefunden, sagte. Ich probiere gerade wieder zu meiner alten Kamera zu kommen, aber irgendwie. Oh, für mich war das nicht zu spät. Hä? Trump, meinst du den? Hat sie den grünen Streifen oder? Bist du denn? Da! Schau mal. Oh. Ja. Ach, ja. Ah, guck. Jetzt haben wir das auch. Jetzt haben wir auch die Rampe gefunden. Mit. Weiß ich ja, suche. Hegel, hinten tut ja wieder nix. Ja, ich bin eine faule Sau, ich weiß. So, ich würde sagen, lass uns nicht weiter Zeit verplempern. Lass uns das nächste nehmen, oder? Ja, einen können wir noch. Direkt noch einen durchs Dreck rennen. FDR Drive Drag Race bei dem blauen Hauptquartier ist 1. Oh ne, doch nicht. 340 wollen die da haben. Hier. Golden Hills Rennstrecke. Das ist Las Vegas.
Ach nee, das ist Alpha. Entschuldigung. Nein. Einmal will ich nur. Einmal. Aber waschen und frisieren, Drag Race, ist auch in Las Vegas. 330 empfohlen. Was? Waschen und frisieren? Ja, dann fahren wir dahin. Oh, da bin ich schnell. Okay, es läuft so. Las Vegas, Fremont Street, Drag Racing bei Nacht. Drei Runden, keine Regeln. Und das Beste dabei, es ist völlig legal. Ich denke, ich könnte sogar völlig legale Wetten darauf abschließen, nur um dich ein bisschen anzuspornen. Am besten lieber den Reifen warm machen. Ja, habe ich halt. Ja, mach ich ja gleich. Guckt euch diese Grafisch an, da Jungen, das Mädel, ich sag an euch, yummy yummy. Hallo, Tüt, komm, was hier drin, nicht ewig zählen. Wir müssen die Steuerkette von deinem Motor tauschen. Aber weißt du was? Das macht nichts. Wir können es uns nämlich jetzt leisten, kaputte Teile zu ersetzen. Ich muss sie nicht mehr notdürftig zusammenflicken. Na, sag mal, ich nehme mich wirklich Asche in der Tasche. Steht da? Hey, so. Da. Nein, ich hab vergessen zu schalten, ich wollte was fahren. Dann gebe ich noch mal, dann habe ich schon meinen Motor verballert. Ich kann vielleicht noch ein bisschen Motor rumschrauben und ein paar PS extra rauskitzeln. Zum Glück sind wir an einem Ort, wo das geht. 5 Sekunden, gut, 508 km/h. Obwohl ich jetzt völligen Bockmist gebaut habe eigentlich, war ich jetzt über eine Sekunde schneller. Wie? Was? Sekunden. 503 km/h. Ein legales Rennen abgehakt. Je besser sie laufen, desto leichter haben wir es mit den nächsten. Und dieses hier lief super. Ich sage dir, es gibt nichts Besseres. Das Ergebnis von so vielen Stunden Arbeit zu zeigen, der Welt eine perfekte Lackierung zu präsentieren, die Kühlerhaube zu öffnen und zu sehen, was man mit eigenen Händen erschaffen hat. Und dann gleitest du hinter das Lenkrad, hörst das Monster aufheulen. Das sehe ich auch aus, Leute, dass ihr Bescheid wisst. Hier ist Aufschneiden angesagt. Du musst mit deinen Siegen angeben, mit deinen Wagen. Deiner zum Beispiel, er ist cool, aber er könnte viel cooler sein. Warum tunst du ihn nicht, statt auf der Couch zu liegen? Du brauchst ein würdiges Gefährt. Als ich gefahren bin, waren Blau und Gold mein Markenzeichen. Du solltest dir Zeit nehmen, deins zu finden. Gold. Ich hab kein Gold. Ah, bitte knapp.
Shizu. So, und auf 4. Meile, der ist auf 4. Meile, ich setze, was ist 4. Meile, 250 Meter. Und dann, ich bin langsamer, dann ist nicht gut. Ach, also mal ausprobieren. Ausprobieren kostet ja nichts, ne? Was wollte er jetzt? So, genau. Ich wollte. Nein, das wollte ich nicht. Hey, wo kann ich denn meine Karre pimpen hier? Was er meinte hier, Opa. Herr Opa Hansen. Ja, Leute, dann. Ich reise nach Hause. Ich die nach Hause. Ich die nach Hause telefonieren. Hier, guckt an. Stingray? Schönes Auto. Ist ja ein richtig schönes Auto, oder? Hä? Wow. Stellt euch mal vor, ey, nach jedem Rennen erstmal direkt einen neuen Satz Reifen, ey. Wow. Wie ist der Arm, da ist der. Hier, guck mal, ei, ei, ei. Guck mal, Nee, guck mal, ich glaub, den hätte ich schon. Den Rot hätte ich schon. Den habe ich. Die Farbe. Guck mal. Oh ja, guck mal. Oder? Nee. Oh, das sieht aus wie. Entschuldigung, meine ich so. So ein bisschen verchromt und so. Wenn wir mal ein Turtle-Auto drauf machen. Der ist auch nicht schlecht, eigentlich. Ah, Leute, nee. Abend hat dauert, ey, das dauert ja immer Stunden. Deswegen nehme ich immer hier diese Schillerhand. Und dann, ach komm, wisst ihr was? Egal. So, zack, fertig. Zierung, was haben wir denn? Meine, ich hab keine. Ihr gibt ja nicht die Mühe wie ich. Ja. Entschuldigung, dass ich mein nicht stundenlang an meinem Auto rummalen möchte. Nee. Ja, guck mal, so ein Zebrarot hier, so, das ist doch, boah, es ist doch voll der Burner beim Burnout, oder? Was hat, wenn er die Augen zugeklebt hat? Ja.
Okay, das gefällt mir aber nicht. Ja, mal gucken. Ja. So, ne, dann geht die ganze Farbe wieder flöten. Ja, komm, was soll das, ey? So. Ich weiß, Leute, ich bin einfallsreich. Der Innenraum, soll ich mal den Innenraum nur für euch machen? Natürlich hier so richtig auffallen, da muss richtig was Knackiges. Richtig rauschdicht. Ja, guck mal. Sieht so auch wie Erbrochenes aus. Lass mal. Hey, du Vogel. Ich hab doch dafür bezahlt. Oder wie sehe ich das? Hm. In Raummatte. Oh. Oh ja. Was ist das denn jetzt? Ja. Einlage. Ist doch keine Frau, da ist ein Auto. Ich brauch keine Einlage. Entschuldigung. Hey, Entschuldigung, Leute. Ah. Gibt wieder Ärger daher, warte mal ab. Oh Gott. Ey, ich hab einfach eine gute Laune. Alles voll fett machen, ey, hinterher. Ich sag ja, das Ding lässt sich fahren wie ein LKW. Ja, richtig. So. Und ich glaube, dann müsste ich auch alles haben. Mhm. Ja. Ja, ich hoffe, er gefällt euch. Wenn nicht, dann kann ich es nicht ändern. Nein, so, meine Freunde, jetzt aber Spaß beiseite. Wird hier schon wieder viel zu lange. Ihr sollt mir aber auch immer ein Kontinent so, das gibt es ja gar nicht. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Jetzt Spaß beiseite, jetzt aber wirklich, jetzt mal Butter bei der Fische. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Denkt dran, wenn ihr irgendwelche Vorschläge, Ratschläge, Wünsche, sonst irgendwas habt, könnt ihr euch gerne an uns wenden, aber an mich wenden, wie auch immer. Denken an die Facebook- und Steam-Gruppen. Ja, genau. Da könnt ihr immer beitreten und seid immer auf dem aktuellsten Stand. Ja. Denke. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und ich würde sagen, haut rein und falls es bei euch noch schön ist, genießt das schöne Wetter noch, weil hier sind nämlich noch Schweine heiß. Und ich wünsche euch alles Gute. Ciao.
Jo, auch von meiner Seite. Ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann. Tschüssi.